Ach, ist doch kacke, ey, ganz ehrlich. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Mario Kart 8 mit mir, den Thomas von PlayerGeddon. Ja, in der heutigen Folge werden wir wieder etwas online fahren und in der letzten Folge haben wir die 4000 Punkte geknackt. Und stärkere Gegner habe ich bis jetzt noch nicht bekommen, also sind alle wieder bei 4000. Und ja, in der heutigen Folge habe ich vor, etwas über die Verkaufszahlen der Wii U und anderen Nintendo-Produkten zu erzählen. Naja, andere Nintendo-Produkte sind ja wie zum Beispiel der 3DS. Und ja, das war's auch schon. Ja, also die Wii U wurde jetzt insgesamt 9,2 Millionen Mal verkauft. Nintendo behauptet von den Verkaufszahlen, dass das stabil sei. Das kann ich mir auch vorstellen, denn die Wii wurde ja 100 Millionen Mal verkauft. Also 10%, ja knapp 10%. Hätte man schon geknackt und ja, es ist ja noch ein bisschen Zeit für die Wii U, bis der Konsolen-Nachfolger kommt. Und ich glaube, Nintendo lässt sich auch was Schönes einfallen für die nächste Konsole. Und ja, der 3DS wurde bis jetzt 50,94 Millionen Mal verkauft. Nintendo ist von der Verkaufszahl etwas enttäuscht. Wieso, das verstehe ich nicht ganz. Naja, der Vorfolger, ja, ich kann es so sagen. Der wurde 150 Millionen Mal verkauft, glaube ich zumindest. Ja, um die, es waren glaube ich 154 Millionen Mal, aber da bin ich mir nicht so sicher. Das war ja Nintendo DS Lite, aber die Produktion wurde ja letztes Jahr aufgehört. Naja, das lohnt sich auch nicht mehr, wenn schon 3DS paar Jahre lang. Naja, letztes Jahr, ach komm, das gibt's doch gar nicht. Naja, wenn der Nachfolger schon 3 Jahre lang auf dem Markt ist, kann man den Vorfolger, ja, sagen wir einfach mal Vorfolger, auch wenn sich das komisch anhört. Da kann man ja die Produktion schon mal einstellen und in diesem Jahr wurde ja auch, also beziehungsweise letztes Jahr wurden die Online-Dienste von der Wii und dem DS eingestellt. Da das Nintendo zu viel Geld kostet, ist ja auch klar, ich meine, wer spielt denn noch online auf älteren Konsolen, wenn man die neuen schon besitzt? Naja, es gibt doch welche, die neuen nicht besitzen, sondern nur die alten. Die haben sich wahrscheinlich nicht darüber gefreut, aber naja. Ist ein Grund mehr, die neuen Konsolen zu kaufen. Und ja, die Diagnose von Nintendo, von der Hardware. Ja, da muss ich jetzt kurz auf den Zettel gucken, aber das ist relativ schwer, wenn man online fährt. So. Software, also die Software, also die Spiele. Ach komm, ey, das ist doch... Ja... Ich war ja nur Dritter und jetzt bin ich Neunter. Jo, ist klar. Ja, also die Prognose von Nintendo war, dass die Software 16 bis 19 Millionen Mal verkauft wurde. Insgesamt, glaube ich zumindest. Das bin ich mir nicht sicher. Aber die Erwartungen wurden erfüllt und es wurde sogar mehr verkauft. Liegt wahrscheinlich an Mario Kart 8 und Super Smash Bros. Das waren die ausschlaggebenden Konsolen dafür, dass die Wii U mehr gekauft wird. Ja, beim Weihnachtsgeschäft haben die auch viel gemacht. Auf jeden Fall, die Prognose, die Erwartungen wurden erfüllt, sogar übertroffen. Und jetzt ist die neue Prognose 20 bis 25 Millionen Mal. Beim 3DS, da haben die Erwartungen ein bisschen zurückgeschraubt mit den Spielen. Da wurden die von 67 Millionen, die Prognose, auf 61 Millionen, also auf 6 Millionen zurückgestellt. Und von den Konsolen muss ich ganz kurz aufs Blatt gucken. Okay, das war knapp. Ach, das ist doch kacke, man kann sich so... Ja, ich hab's jetzt gelesen. Da wurde es zurückgestellt von 12 auf 9 Millionen Mal. Was eigentlich auch immer noch im Rahmen bleibt. Also, das schwarze Jahr war ja für Nintendo so Ende 2013 bis Halbjahr 2014. Wobei Mario Kart, ja, kam ja am 30. Mai letztes Jahr raus. Und da wurde die Wii U schon sehr oft gekauft, das muss man schon zugeben. Und beim Weihnachtsgeschäft haben die wieder richtig zugeschlagen mit Super Smash Bros. U und Mario Kart. Da wurden einige Wii U Konsolen verkauft, das muss man zugeben. Und jetzt werde ich euch noch ein paar Infos über... Ach, ist doch kacke, das ist echt kacke, ey. Einige Infos zu dem New 3DS geben. Und zwar, der New 3DS wird ja am 13. Februar, also nächste Woche, bei uns hier in Europa erscheinen, also auch in Deutschland. Und ja, also die ersten Erwartungen scheinen sehr gut zu sein, denn in Japan wurde die Konsole in der ersten Woche 1,4 Millionen Mal verkauft. Das ist Rekord, keine andere Nintendo-Konsole wurde so oft in der ersten Woche verkauft. Und ja, die neuen Erwartungen sind groß bei der Konsole, beziehungsweise beim Handhelden.
Aber was ist neu bei diesem Handhelden? Neu ist bei dem Handhelden, dass da ein neuer Stick ist. Was kann man mit dem neuen Stick machen? Für die... Ach, ist doch kacke, ey, ganz ehrlich. Wenn man... Man will sich konzentrieren darauf, Informationen hier preiszugeben. Und was ist? Nein, die lassen einem nicht. Ich sehe es kommen. Ich werde wieder Neunter am Ende des Rennens. Und ja, die neue Steuerung, was kann man damit machen? Rechts ist da ja so ein neuer, kleiner Analog-Stick, kann man so sagen. Der dazu da ist, neue Features in das Spiel reinzubringen. Ja, wie zum Beispiel, dass man jetzt damit die Kamera, den Kamerablickwinkel ändern kann. Aber das geht nicht bei allen Spielen, sondern nur bei 3DS, New 3DS Spielen. Aber normale 3DS Spiele kann man drauf auch spielen, aber ob man DS Spiele noch drauf spielen kann, das weiß ich nicht so genau. Aber ich schätze mal nicht, wobei, eigentlich der New 3DS könnte das locker machen. Aber ich bin mir nicht sicher und ich will keine falschen Informationen jetzt rausgeben. Okay, und was auch neu ist an dem New 3DS, der 3D-Effekt, der wurde verbessert und zwar sehr stark. Beim normalen 3DS musste man ja immer mittig reingucken, sodass der 3D-Effekt da ist. Aber, was war das denn? Okay, aber jetzt reicht es, wenn man, also jetzt kann man aus verschiedenen Blickwinkeln in den Bildschirm reingucken, beziehungsweise angucken und dann ist der 3D-Effekt auch da. Und das finde ich schon, ist ziemlich geil gemacht worden, denn beim 3DS, ja, wegen der 3D-Funktion, ja, die habe ich ehrlich gesagt nie benutzt, weil die so beschissen war, aber wenn die jetzt besser gemacht worden ist, spiele ich sogar vielleicht manchmal in 3D, aber so richtig mit 3D zocken tut, glaube ich, keiner, da das ja auch Kopfschmerzen bringt nach einer Zeit. Ja, okay, und was auch neu ist, die bessere Leistung. Also das Ding kann mehr Leistung bringen und ist auch viel schneller als der alte 3DS. Wie zum Beispiel, wenn man den Home-Button drückt, das hat ja damals ewig gedauert, bis der endlich mal... Ach, ist doch kacke, ganz ehrlich. Ey, wenn man ohne Items fahren könnte, wo war ich stehen geblieben? Genau, ach, verdammt, ey. Wenn man sich konzentriert, Informationen rauszubringen, kommt immer diese Kacke hier. Genau, mit dem Home-Button. Wenn man auf den Home-Button drückt, damals hat es ja jahrelang gedauert, bis der mal im Home-Menü war. Aber jetzt dauert es nicht mehr und es... Das System ist einfach schneller und kann wahrscheinlich auch viel bessere Spiele rausbringen. Ey, ich bin hier kurz davor, Nerven zusammen so Ölbruch zu bekommen, ganz ehrlich. Ey, das ist doch echt Kacke. Okay, und was noch neu ist, ja, es gibt viele Neuerungen, was der neue Handheld da bringt. Neues Design, und zwar, da gibt es solche verschiedenen Höhlen, und die kann man auch immer siebter wer... Nee. Das Universum will mich echt ärgern. Jetzt noch der Regenbogenboulevard, ja, toll. Ey, nee. Okay, wieder zu den verschiedenen Höhlen. Zwar die Höhlen kann man wechseln, es gibt verschiedene Motive, Mario-Motive, Pokémon-Motive, Zelda-Motive. Was weiß ich noch, wahrscheinlich sehr viele Motive. Und die kann man alle auf Amazon oder in verschiedenen Läden kaufen, schätze ich mal. Wie viel die kosten, das weiß ich noch nicht, ich kann es mal in der nächsten Folge sagen, da der New 3DS bis dahin schon rausgekommen ist. Und ja, das werde ich machen. Okay, und damit hätte ich auch schon alle Themen, die in dieser Folge bereden werden sollten. Beredet. Master of German hier wieder am Start. Und dazu können wir mal zu anderen Let's Plays kommen. Und zwar, ich habe jetzt die Elgato bestellt. Was heißt, dass nächste Woche auch FIFA-Let's Plays hier auf dem Kanal kommen werden? Ich glaube, sehr viele werden sich darüber freuen. Und ich werde mich auch riesig darüber freuen, denn... Ja, wenn ich das aufnehme, macht es viel mehr Spaß. Und ja, dann könnt ihr auch mal sehen, was für geile Tore ich schieße. Hihi. Ja. Ich freue mich riesig darauf, dieses Spiel zu Let's Playen. Und was auch geil wird, ich kann COC streamen und nicht nur Five Nights at Freddy's oder andere Dinge auf dem PC. Ob ich FIFA streamen kann, das weiß ich noch nicht genau. Ich weiß nicht, ob das mein PC hinbekommt. FIFA zu streamen. Ich werde es auf der PS3 spielen und nur das Bild übertragen, aber ob die PS3 das hinbekommen wird, ob mein PC das hinbekommen wird, habe ich keine Ahnung. Das muss ich echt gucken, ob das funktioniert. Aber COC schätze ich mal, dass er das hinbekommen müsste. Auf jeden Fall muss ich dann nicht mal dieses Kack-Mobisen da benutzen, was alle 5 Aufnahmen abkackt und dann eine Aufnahme umsonst war. Ja, also ich freue mich riesig auf die Elgato und da, das wird nur Vorteile bringen. Da kann ich auch PS3-Spiele Let's Playen.
Ja, ihr könnt mir aber vorschlagen, was ich auf der PS3 jetzt playen kann, aber ich muss euch schon vorerst was sagen. Ich habe keine Ego-Shooter für die PS3. Denn ich bin nicht so der Fan von. Man kann es spielen, aber ich habe mir ehrlich gesagt auch nie eins gekauft, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es mir mal bei Freunden ein bisschen angezockt. Aber ich war eigentlich davon begeistert. Es macht Spaß, aber stundenlang zocken könnte ich es auch nicht. Ah ja, und jetzt zu COC. Ich habe ja den Clan gewechselt, da es mit PlayerUnknown im Clan einfach nicht mehr am Laufen war. Und, es sind einfach nur alle rausgegangen im CW, wurde nicht gut angegriffen und ja. Ich bin jetzt in den Clan Catmaster, also K-A-T-M-A-S-T-E-R. Alles groß geschrieben, in dem Clan bin ich gerade. Ja, falls ihr mal vorbeischauen wollt, Level 70 und immer aktiv sein. Ja, und ich würde sagen, das war's dann für die heutige Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr keine Mario Kart mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.